Im heutigen Video möchte ich die größte Anzahl an Einzelaktien durchgehen, die wir jemals eigentlich bisher in einem Video durchgegangen sind. Es sind über 10 Stück. Ich zeige sie Ihnen alle aus dem Ressort US-Aktien und zwar des großen Dow Jones Index. Wir schauen uns also mehr als ein Drittel aller Dow 30 Aktien an. Das Video ist heute also sehr interessant für Leute, welche grundsätzlich Aktien interessiert sind, aber auch diese aktiver zu handeln. Das heißt, mal in Positionen nicht über Jahre nur drin zu sein, sondern auch mehrere Wochen bis ein paar Monate long wie short, also auf der steigenden als auch fallenden Seite zu partizipieren. Viel Spaß damit. Ich hoffe, es bringt Ihnen eine Menge Mehrwert. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wie kommen wir darauf, heute die Dow-Aktien zu nehmen? Ganz kurze Vorgeschichte. Ich tue seit 2 Tagen Eisbaden und zwar immer morgens um 7, manchmal 6.50 Uhr. Ich mache es ja erst seit 2 Tagen. Direkt bei mir in der Dunkelheit raus und ich habe heute auf Instagram ein Video gemacht aus meinem Eisbad heraus und habe die Community gefragt, welches Video wollen Sie heute haben? Erdgas, also aktuell LNG oder die Dow 30 Werte mal komplett durchgegangen und gezeigt, alle Trendwendebereiche, also alle Zielzonen, welche wir im Dezember diesen Jahres gesetzt haben, wurden die getroffen oder nicht? Wurden welche durchschlagen? Mal komplett alle durchgehen und damit auch die Hosen runterzulassen und unsere Performance, was die Zielzonen geht, anzuzeigen. So, wenn Sie das übrigens auch in Zukunft selber mitbestimmen wollen, schauen Sie hier auf unseren Instagram-Kanal, melden sich an, dann werden Sie immer wieder an Umfragen teilnehmen können und damit aktiv dann mitbestimmen, welche Videos zu welchen Marktthemen auf diesem Kanal erscheinen. Also, los geht's. Wir starten direkt mal los. Bevor ich den ersten Chart zeige, vielleicht ganz kurz auf unserer Homepage, weil viele Leute sich fragen werden, wie handelt man das? Wie funktionieren Ihre Charts? Ich verstehe das alles noch nicht so genau. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt hier sehen, hier gibt es schon ein paar neue Header, einmal unser Team, um Teile unseres oder große Teile unseres Teams kennenzulernen und so funktioniert es. Wenn Sie hier draufklicken, sehen Sie Erklärvideos, Dashvideos, Charts, da wird auch bald eine Trading-Rubrik noch dazukommen. Hier erklären wir aber viel, was primär Alternativszenarien sind, unsere Charts und so weiter, damit Sie ein besseres Verständnis dafür haben. Wenn Sie dem ganzen Video etwas zurückgeben wollen für den Mehrwert, den wir hoffentlich liefern, lassen Sie dem Video bitte fleißig einen Daumen nach oben da, gerne auch Kommentare zu den einzelnen Werten, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen. Wir starten los, direkt, peng, rein ins Gefecht. Also, erster Wert. Und zwar möchte ich hier jedes Mal sagen, wie ich mich hier verhalten würde. Ja? Das sind keine Handelsaufforderungen. Sie müssen das alle selbst wissen, selbst entscheiden. Ich sage Ihnen, wie ich mich hier verhalten würde in der jeweiligen Situation. Also, Coca-Cola. Teil des Dow Jones. Wir hatten hier einmal im Oktober eine Trendwendebereich oder eine Zielzone gesetzt für eine Long-Position, also auf steigende Kurse. Und diese hier ist wiederum ein Trendwendebereich. Er soll die Trendwende nach unten einleiten, also einen weiteren Abverkauf. Vielleicht hier mal zu Anfang ganz kurz erklärt, wie sich das Ganze eigentlich ausspielt. Ich zeige das mal hier. Das sind hier quasi Erklärbilder von uns. Die Zielzone. Zielzonen markieren Trendwechsel in Kursbewegungen. Deswegen sage ich auch Trendwendebereich. In unseren Analysen definieren wir möglichst viele dieser Zielzonen, um Ihnen Orientierungspunkte für Ihren eigenen Handel zu bieten. Also ob Sie auf steigende Kurse oder auf fallende Kurse setzen. So, und was Sie hier sehen, sind die sogenannten Fibonacci-Linien als Unterstützungen oder Widerstände, je nachdem, ob der Kurs von oben oder von unten reinkommt. Das Preispunkte-Level, also zu welchem Preis befinden wir uns hier, das ist dann wiederum das Fibonacci-Level, in dem Fall beispielsweise das 61,8er, also der goldene Schnitt, eines der, wenn nicht das signifikanteste Fibonacci-Level und dann eben die gesamte Zone. Wenn wir beispielsweise von unten hier reinkommen, würde ich immer so vorgehen, dass ich 1% über dem obersten Level, das wäre hier die 141,79, meinen Stop setzen würde. Meiner Meinung nach niemals ohne Stop handeln, immer einen Stop setzen und ich würde diesen, wenn wir beispielsweise shorten, immer 1% über die Zone setzen, wenn wir long gehen, long auf steigende Kurse setzen, immer 1% unter der untersten Zone setzen. Ganz simple Regeln. Also, gehen wir zurück zu Coca-Cola. Aktuell ist es dort eng. Wir haben hier dreimal ganz kurz das Köpfchen rausgestreckt mit einer Two-Day-Kerze. Ne? Das ist jetzt hier also auch auf dem Two-Day. Sie sehen das 2 Tages. Sind wir kurz rausgekommen. Noch nicht ganz einen Prozent, aber trotzdem schon. Es ist hier aktuell sehr knapp.
Das ist ein Hop unter Top, sage ich auch ganz klar. Deswegen ist das sekundäre Szenario, von dem wir davon ausgehen, dass der Markt hier noch ein etwas höheres Hoch ausbaut, bevor er runtergeht, mit 40% Wahrscheinlichkeit. Das ist das sekundäre Szenario mit gestrichelter Linie. Auch dazu können Sie auf unserer Seite sich ganz genau in den Videos anschauen, was das bedeutet, was ist Primär- und Sekundärszenario, um das dann für den eigenen Handel umzusetzen. Aber ganz klare Ansage, wir gehen primär davon aus, dass Coca-Cola hier deutlich tiefer runterkommt. Insgesamt, um seinen Fünfteiler in der übergeordneten Welle 2 zu beenden, sollten wir hier nochmals runter in Richtung der 30 Dollar kommen. Aber, und das müssen wir hier honorieren, es könnte auch sein, dass wir hier erstmal hochkommen, um dann von einem höheren Level aus diese Bewegung abzuschließen und dann zu korrigieren. Deswegen sage ich ganz klar, ich meine, das wird jetzt im Dezember der Zielbereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit durchschlagen zu werden. Durchschlagen bedeutet, dass er hier deutlich rausgeht und auf der anderen Seite rausläuft. Dann ist das, wenn Sie so wollen, von unserer Seite aus eine Fehlspekulation. Wir haben dann den Trendwendebereich nicht korrekt berechnet. Also, das zu Coca-Cola. Gehen wir direkt mal weiter. Der nächste Wert, den wir besprechen wollen, ist einer der größten und mächtigsten US-Investmentbanken, Goldman Sachs. Schauen wir uns hier den Chart dazu an. Bei Goldman Sachs lagen wir eigentlich richtig gut. Die Position haben wir auch erst verkauft, mit Gewinn wohlgemerkt. Wir sind hier in diesem Bereich eingestiegen, haben diese Position hier in dem Bereich genutzt, weil wir gesagt haben, wir gehen davon aus, dass der Markt nochmal runterkommt und haben, das ist dann aber in unserem eigenen Portfolio, eine Kurznachricht an die Abonnenten des Dow 30 Aktienpaketes geschickt, um dies zu handeln. Das machen wir immer bei Positionen, die wir selbst im Portfolio hinterlegen. Das sind auch immer Long Positionen, also ganz klassisches Investieren und Kaufen von Aktien. Das ist kein Derivatehandel, also nicht hier beispielsweise den Markt zu shorten, auf fallende Kurse zu setzen, wie Sie es hier jederzeit machen können, sondern das ist dann klassisch langfristige Positionen eingehen, mindestens mal über mehrere Monate, und das hatten wir hier gemacht. So, kurze Erklärung, wir hatten hier gesagt, die Trendwende wird vollzogen, das hat so funktioniert. Wir befinden uns jetzt quasi, ja, einen Zentimeter vor Erreichen des nächsten Trendwendebereiches. Hier wird sich entscheiden, ob der Markt wirklich weiter durchgereicht wird oder ob wir hier nochmal eine Gegenbewegung sehen. Da am besten jetzt die täglich erscheinenden Aktienupdates zu den Aktienpaketen im Dow 30 nutzen, um hier mitzuverfolgen, wie es weitergeht. Könnte demnächst einen weiteren interessanten Einstieg bei Goldman Sachs geben. Sobald wir sehen, dass sich die Trendwende hier bestätigen sollte, dann würde nämlich die Alternative, das ist ja fast 50-50, würde zum primären Szenario werden. Als nächsten Wert schauen wir uns Home Depot an. So, gehen wir auf den Chart. Home Depot, wie ist die Situation hier? Hier hatten wir im September, sind wir hier durchgekommen, das ist der September-Zielbereich gewesen, der ist leicht durchschlagen worden. Im Nachgang ist die Trendwende trotzdem vollzogen worden, wohlgemerkt. Jetzt hier gerade im Dezember hatten wir eine weitere Zielzone eingezeichnet, die hat bisher funktioniert. Das heißt, wir sind hier reingekommen, sind rausgelaufen, wenn man mal einfach kurz sehen möchte, Seitunterkante. Bis zum Tief hatten wir hier ungefähr, was sind es, knapp 9% gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir nochmal einmal tiefer in diesen Bereich reingehen, um von dort dann eine B abzuschließen. B, da müssen Sie immer drauf achten, bedeutet, eine Welle B wird dann immer im Anschluss von einer Welle C gefolgt. Das heißt, wenn die Welle C runterkommt, sollte die das alte Tief hier nochmal deutlich unterschlagen. Das bedeutet also, hier kommt wahrscheinlich ein sehr großer Short auf uns, oder ganz simpel ausgedrückt, wir gehen davon aus, dass wenn diese Bewegung bei Home Depot abgeschlossen wird, dass wir dann mit sehr starken und einem längerfristigen Abverkauf zu rechnen haben. Das zeige ich Ihnen jetzt auf dem langfristigen Chart. Das ist jetzt der Home Depot auf dem 2-Day. Die Bewegung, die wir jetzt hier sehen, ist, dass wir entweder bereits hier, ja, ich fahre nochmal zurück, das ist dieser Punkt, Alt B, sehen Sie auch auf dem Chart. Ich gehe wieder auf den langfristigen. Alt B, entweder hier bereits das Hoch gesehen haben oder dass wir hier nochmal ein höheres Hoch sehen. Auch das sehen Sie auf dem kurzfristigen Chart hier. Schauen Sie hier, dass wir nochmal hier in Richtung 360 kommen. Da liegt auch das 61,8er Fibonacci, der goldene Schnitt, um von dort aus einen größeren Abverkauf einzuleiten. Heißt, wir gehen davon aus, wir kommen nochmal einmal hier rein und dann würden wir aber wirklich starke Abverkäufe sehen. Was heißt starke Abverkäufe? Wir gehen davon aus,
von, sage ich mal, Minimum bis Minimum gerechnet, dass wir hier circa 40% nochmal abverkaufen bei Home Depot. Home Depot ist also für uns ein Wert, den wir, wenn wir ihn hier bespielen würden, nur von der Short-Seite bespielen wollen. Das heißt, auf fallende Kurse setzen bei Home Depot. Gleiches Spiel wie hier wieder. Ich würde hier eine kleinere Position nehmen, weil der Stop einfach größer ist. Wenn ich hier einen Stop setzen würde, dann würde ich diesen über 1% über dem 88,7er Fibonacci bei 402 US-Dollar die Aktie setzen. So, kommen wir zum nächsten Wert. Es ist IBM, also die International Business Machines Corporation. IBM hatten wir auch hier jetzt direkt wieder am 13. Dezember. Sie sehen schon oftmals, die Peaks ähneln sich in den Aktien. Da ist dann eben an einem Tag ein besonderer Push. Dann bauen oftmals mehrere Aktienwerte in einem Index ein kurz- oder mittelfristiges Peak aus. Das ist hier bei IBM passiert. Unser Trendwendebereich nach unten ist angelaufen worden. Der Markt hat seitdem sehr schön reagiert. Er baute hier sein Hoch bei 153 Dollar und 21 Cent aus, hat bisher jetzt in den letzten Tagen um knapp 11% abverkauft. Wir gehen davon aus, dass jetzt hier zwischendrin der nochmal ein bisschen hochkommt, um von dort aus weiter abzuverkaufen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich gebe immer mal wieder kleine Tipps mit, wie ich mich verhalten würde. In diesem Fall, wer von unseren Kunden im Dow 30 hier in diesem Fall einen Short hinterlegt hat, also auf fallende Kurse spekuliert hat, und hier in dem Bereich bei 152 die Limit Order gelegt hat. Deswegen sage ich ja immer, nehmen Sie einen Limit Order, einen automatischen Einstieg, damit Sie den nicht verpassen, weil das müssen Sie natürlich auch hier erwischen, wenn der Markt reingeht und dann direkt abverkauft. Das sehen wir oftmals. Deswegen die große Signifikanz der Trendwendebereiche und der Fibonacci-Zahlen. Ja, die sind ja nicht zum Spaß dort, sondern wir gehen wirklich davon aus, dass der Markt dort einmal wie einen Magnetpunkt, den er anläuft, aber dann auch von diesem wieder abgestoßen wird. Und genau das haben wir hier gesehen bei IBM. Also was würde ich hier tun, wenn man den Stop hier 1% über der 166,90 gesetzt hat? Als allererstes mal absichern und den Stop auf den Entry, den Einstieg setzen. Somit haben Sie jegliches Risiko aus der Position rausgenommen. Das heißt, selbst wenn IBM sich hier anstellen sollte, die Alternative anzulaufen, nochmal tiefer hier hochkommen sollte, werden Sie zwar ausgestoppt, aber nehmen keinen Verlust mit. Am Ende des Tages immer ganz wichtig, erstens, Gewinne zwischendrin sichern, das bedeutet Teilverkäufe vornehmen. Zweitens, das Risiko, so weit es geht, immer runtersetzen. Am besten natürlich auf Null, würde bedeuten hier auf den Einstieg. Machen wir direkt weiter, IBM. Da schauen wir uns auch hier jetzt den langfristigen Chart an. Sie sehen es schon, bei IBM sieht es ganz ähnlich aus. Wir lehnen hier sehr stark zur Short-Seite bei IBM. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch hier die B, wie ich vorher schon gesagt hatte, abgeschlossen wurde und wir jetzt in der C runterkommen. Heißt natürlich auch, dass wir hier starkes Abverkaufspotenzial haben. Vom aktuellen Kurs noch bis runter zum 61,8, da wären das nochmal 44%. Sollte auch hier ganz genau beobachtet werden in der nächsten Zeit. Ich kann auch hier bitte nur sagen, Sie sehen, ich bin hier super transparent, ich zeige alles. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, okay, der Herr Hopf wird in einem Jahr vielleicht irgendwann mal wieder darüber sprechen und ich handle jetzt einfach mal und ich hoffe auf den lieben Gott, dass alles gut geht und ich schaue mir bis dahin gar keine Charts mehr an, schaue mir keine Analyse von HKCM mehr an und beschwere mich dann, wenn es nicht so funktioniert hat. Bitte nutzen Sie auch die Analyse, wenn Sie das aktiv handeln. Mein Tipp, den ich da nur geben kann, wäre hier einfach seriös unterwegs sein möchte. So, also schauen wir als nächstes an, haben wir den Wert American Express, die Kreditkartenmarke American Express Company. So, da hatten wir auch hier im Dezember einen Trendwendebereich. Wir kamen hier rein, haben den auf der Oberseite ganz leicht überboten. Mal schauen, ob das über 1% ging. Nein, hat es nicht. Sie sehen also hier, wenn ich hier auf 1% gehe, wir sind hier nach wie vor drin, wäre also hier 1% über der Oberkante des Trendwendebereiches der Zielzone. Ich zeige es nochmal hier. 1% darüber seinen Stop gesetzt hat, sollte hier nach wie vor investiert sein. Kommen wir zurück zum Chart hier. Wir sind also seitdem abverkauft, das hat funktioniert. Mal kurz gezeigt, vom Top haben wir bis zum Low bisher ungefähr 12% gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir hier weiter runterkommen, die 130 nach unten verlassen und dann in einem Bereich zwischen 127 und 104 Dollar die Aktie, die Trendwende ausbauen, um von dort aus weiter zu steigen. Wer also aktuell short investiert ist, dem würde ich drücke mich anders aus, ich würde den Take Profit
in diesen Bereich hier legen. Also das automatische Profit nehmen würde ich hier im Bereich des 38,2er bei 127 oder vielleicht sogar etwas drüber bei $130 legen. Warum? Weil wir das damalige Tief des letzten getroffenen Trendwendebereiches hier am 13. Oktober eben auch im Tief bei 130 hatten. Also wer hier investiert ist, am besten direkt hier bei der 130 wieder rausnehmen, Liquidität rausnehmen, die Gewinne einfahren, warten, bis der nächste Trendwendebereich kommt und diesen dann wieder zu nutzen. Machen wir direkt weiter. Schauen wir uns hier auf dem langfristigen Chart American Express an. Auch sehr interessant. Wenn wir nämlich hier runterkommen und den Bereich, den ich gerade benannt habe, erreichen, dann wird das wahrscheinlich auch intern für uns ein Depot-Einstieg werden. Das heißt, Sie erhalten dann als Abonnenten alle eine Einstiegsnachricht. Wir steigen jetzt bei American Express ein. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass der Markt dann hier übergeordnet eine 4 abschließt und wir dann hier nochmal hochkommen. Und zwar zumindest einmal hier in den Bereich zwischen dem 61,8er anlaufen bei $173 und das wären dann schon im Bereich von 37-38%. Und da sage ich ganz klar, das ist auch für uns portfoliointern, wenn wir über 30% Gewinnmöglichkeit sprechen, dann ist es für uns interessant. Wir würden hier aber warten, bis dieser Bereich erreicht wird und wir dann einen ordentlichen Long haben und Potenzial auch, um hier nach oben mitzugehen. So, nächster Wert, den ich besprechen möchte, das ist The Travelers Company, ja? Auch als Travelers bekannt. Travelers ist insofern sehr interessant, das werden Sie gleich sehen, als dass es einer der wenigen Werte ist, welche jetzt im aktuellen Umfeld ein neues All-Time-High ausgebaut hat. Der hat also überhaupt nicht geschwächelt in den letzten Monaten, sondern im Gegenteil, der ist weiter hochgelaufen. Was ist hier passiert? Wir hatten auch hier, das war im Oktober, Trendwendebereich. Wir befinden uns aktuell, Sie sehen es hier, die Range immer noch in diesem Trend. Das heißt, wir gehen davon aus, primär, dass der Markt hier runterkommt. Was würde ich hier machen? Aktuell gerade gar nichts. Ich würde warten, wenn ich noch nicht investiert bin, dass dieser Bereich hier angelaufen wird, also zwischen der $170, dem 50er Retrace und dem 78,6er. Dieses liegt bei $158. In diesem Bereich kann ich mir vorstellen, dass auch wir wieder einen Portfolioeinstieg machen werden. Und jetzt zeige ich Ihnen warum. Und jetzt zeige ich Ihnen, warum auch Travelers so ein starker Wert ist. Schauen wir uns hier mal auf dem langfristigen Chart an. Sie sehen es hier schon, also das ist wirklich langfristig. Wir können hier immer weiter auch zurückgehen. Beispielsweise hier 2013, groß hier damals der Crash, Corona wieder massiv erholt. Dann hatten wir hier im März 2022 durchaus ein signifikantes Hoch. Ja. Alles schön und gut. Da sind wir auch stark runtergekommen, hatten hier eine Korrektur von 20%, aber das ist nicht sonderlich krass. Krass ist aber, dass Travelers seitdem wieder hier deutlich hochgekommen ist und wir hatten hier vor einigen Tagen bereits ein neues All-Time-High. Jetzt gerade wieder ganz zum Ende des Jahres schickt er sich an, hier weiter hochzukommen. Wir gehen also davon aus, nachdem wir hier runtergekommen sind in diesen Bereich rein, kann das auch ein Portfolio-Einstieg werden, wie ich meine, ein interessanter Wert für den Einstieg, denn wir gehen davon aus, dass der dann hier weiter hochläuft und hier eine ganz große 5 ausbaut. Also das ist auf Multi-Jahres-Ebene, das kann auch noch weit ins nächste Jahr reingehen. Sie sehen, Travelers hat den ganzen Problemen getrotzt und ist trotzdem weiter gestiegen und hat sich damit auch bewährt. Wir sehen hier noch ein Potenzial von circa 23, das kann sich noch weiter ausdehnen, bis knapp 30% nach oben. Der Wert sollte ja noch mal etwas zurückkommen. Dann, wie gesagt, lesen Sie das DAO30-Update, da werden wir wahrscheinlich, ich will noch nichts vorwegnehmen, aber wahrscheinlich auch hier einen Einstieg übernehmen. Der nächste Wert, über den ich sprechen möchte, ist der Ticker CRM, das ist Salesforce. Ja, Salesforce war eigentlich einer der besten Shorts, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Ich hatte das in einem der letzten Videos vorletzte Woche, glaube ich, nochmal besprochen. Das war dieser Trendwendebereich. Wer hier wollte, konnte hier eine Short-Position hinterlegen. Das war ein Short-Trendwendebereich, um den Markt hier zu shorten. Ich glaube, ich hatte das noch nicht erwähnt, wer sowas handeln möchte. Wir nutzen dafür, es gibt die Möglichkeit natürlich auch bei einem Aktienkäufe sogenannte Leerverkäufe zu tätigen. Was wir machen, weil es für uns der einfachere Weg ist, wir nutzen CFDs, also einen CFD-Broker. Dort können wir Long oder Short gehen. Die ganzen Long-Einstiege machen wir normalerweise direkt mit Aktien, mit einem normalen Aktiendepot. Und die Short-Einstiege nutzen wir dann eben das Derivat des CFD, um da zu shorten. Mal ganz kurz zu zeigen, vielleicht den CFD-Broker, den wir nutzen, wie einfach das ist. Wir gehen hier drauf, gibt hier Salesforce ein.
Jetzt sehen Sie, warum ist es hier gerade abgedunkelt? Weil der Markt noch geschlossen ist. Wir sind also gerade außerhalb der Börsenzeiten. Sie sehen hier, da kann man Bid and Ask machen. Ich zeige es mal ganz kurz. Eingangsauftrag. Jetzt gehen Sie auf Kaufen, dann partizipieren Sie am Anstieg des Wertes oder Sie gehen einfach auf Verkaufen, geben den Kurs hier ein, können auch direkt in den Handel gehen. Sie sehen, Markt ist geschlossen, öffnet in 4 Stunden und 5 Minuten. Man kann aber direkt auch eine Limit-Order eingeben, verkaufen, Kurs eingeben, Stop-Loss eingeben, auch gleich den Take-Profit, also das automatische Profit nehmen, das Level, an welchem Profit genommen wird und ist dann hier direkt Long oder eben Short investiert, nur um das mal zwischendrin zu zeigen. Wenn Sie Interesse haben zu wissen, welchen Broker wir da nutzen, um das zu machen, wir machen hier keine Werbung. Sie können uns aber einfach kurz eine E-Mail schreiben auf die info@hkcmanagement.de. Fragen nach, wir teilen sie Ihnen gerne mit. Nochmal kurz zurück auf Salesforce. Da hatten wir ja wie gesagt den Short gemacht. Der hat auch hervorragend funktioniert. Ja, das hatte ich aber im letzten Video schon gesagt. Wir waren jetzt hier im Top knapp 18% unten. Auf jeden Fall mal den Gewinn in den Stop in den Gewinn ziehen, nicht nur auf den Entry, sondern in den Gewinn. Ja, also ich würde hier bereits auch schon mindestens mal die Hälfte der Position realisiert haben. Warum? Stecken Sie sich zum einen immer wieder Geld in die Tasche und sichern Sie sich zum zweiten immer wieder ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wir gehen also davon aus, dass der Markt hier bis mindestens auf das 78,6er fällt, das ist bei 119,55 Dollar, um von dort aus auch wieder eine Trendwende nach oben auszubauen. Also spätestens hier unten die Position Finalemente rausnehmen, den Take-Profit setzen, also sich mit den angelaufenen Gewinnen, welche wahrscheinlich aus diesem Bereich hier kommen, verabschieden, abwarten, bis ein neuer Bereich kommt und diesen dann zu nutzen. Schauen wir uns das längerfristige Bild an von Salesforce. Warum ist das so interessant und warum werden wir wahrscheinlich auch hier bei Salesforce diesen Bereich nehmen, um einen Portfolio-Einstieg vorzunehmen, weil wir davon ausgehen, dass hier eine Abwärtsbewegung, eine fünfteilige abgeschlossen wird, wir dann auf die A kommen und dann, Sie denken zwar, okay, wir kommen hier hoch und dann geht es nochmal weiter runter, ja, aber wir reden hier von der Bewegung von Jahren wahrscheinlich. Erstmal haben wir dann Platz nach oben von über 100% oder nehmen wir mal das Mindestziel, das wären so circa 90% bis deutlich über 100%. So, und diese Bewegung wollen wir in Zukunft mitnehmen. Die würden wir dann in Zukunft handeln, wahrscheinlich auch an alle Abonnenten verschicken mit den genauen Daten zum Einstieg. So, nächster Wert, den wir besprechen möchten, ist Dow Inc., also Dow Incorporated, einer der größten Chemiekonzerne der Welt. Dow Inc., auch hier letzter Trendwendebereich, angetippt bei 56,76 Dollar, seitdem runtergekommen. Unser imminentes nächstes Ziel ist hier unten, das 61,8er bei 40,83 Dollar. Deswegen hatten wir auch hier bereits den nächsten Trendwendebereich hinterlegt. Kommen jetzt also geplant hier runter, der Markt läuft ja gerade etwas seitwärts. Was würde ich hier tun? Ganz klar, Sie können sich schon denken, wer den Stop 1% hier drüber gesetzt hat, als allererstes mal auf die 56,76 setzen, somit jegliches Risiko aus der Position rausnehmen und einfach laufen lassen. Ja. Das ist manchmal so, man hat Hop- oder Top-Situationen, man hatte immerhin die Chance zu 32%, dass wenn wir hier nämlich drüber gehen, dass es dann nochmal deutlich höher geht, dann will ich jegliches Risiko rausgenommen haben und sollte das Ganze hier funktionieren, kommen wir unten rein. Sobald wir hier mal unter die 48 gehen, würde ich auch bereits anfangen, erste Gewinne zu realisieren und den Rest einfach laufen lassen und in diesem Bereich dann den Take-Profit zu setzen, um dann komplett aus der Position rauszugehen. Langfristig auch wieder interessant, wahrscheinlich auch ein Wert im Dow, also Dow Incorporated meine ich, um hier eine langfristige Portfolio-Position zu setzen. Das ist jetzt hier der Two-Day-Chart, denn wir gehen davon aus, dass der Markt seine C hier drin abbaut, also genau diesen Bereich, den wir hier kurzfristig, den Sie hier sehen, größer, ist dann auf dem längerfristigen Chart dieser Bereich hier. Und wir hätten dann auch von hier massives Potenzial nach oben. Auch das vielleicht mal für die Leute, um das zu sehen, weil viele denken immer, alle Aktien gehen gleichzeitig nach unten, alle gehen gleichzeitig nach oben, wäre ja wunderbar, dann wäre Aktieninvestition extrem einfach und alle würden Ferrari fahren. So läuft es aber nicht. Es gibt einfach Aktien wie Travelers, die marschieren einfach weiter, trotz aller Widrigkeiten. Es gibt Aktien wie IBM und weitere, die ich bereits genannt habe, die unserer Meinung nach vor sehr großen Korrekturen stehen, 30-40%. Und es gibt Werte, die, man könnte sagen, hier kurz davor stehen, die Korrektur abzuschließen, wie beispielsweise Dow Inc., um dann von dort aus wieder eine massive Aufwärtsbewegung zu sehen. Alle muss man separat und für sich selbst analysieren und einschätzen können, um die Position zu setzen. Kommen wir als nächstes zu Microsoft. Microsoft, schauen wir uns hier den Chart an. Da hatten wir jetzt demletzt keinen neuen Zielbereich hinterlegt, aber wir haben, also sprich,
um hier drin zu sein, aber wir haben einen neuen hinterlegt. Ja, wir gehen jetzt also davon aus, dass der Markt nochmal etwas hochkommt, um dann in diesen grünen Bereich reinzukommen. Und dieser grüne Bereich kann dann zur Hinterlegung von Positionen genutzt werden. Warum ist das interessant? Den sehen Sie hier noch nicht. Interessant ist es aber insofern, weil wir davon ausgehen, dass wenn dieser Bereich hier unten, ich zeige das nochmal, dieser Bereich hier zwischen 2,38 und 2,18, wenn der angelaufen wird, dann haben wir hier, das liegt hier unten ungefähr, ich zeige das mal prozentual, das macht vielleicht mehr Sinn. So, hier unten, dann hätten wir hier zumindest einmal ein Potenzial von 41% wieder nach oben. Dort wird sich entscheiden, ob die Alternative kommt, wir dann danach ein neues Tief ausbauen. Das würde dann bedeuten, wir hätten hier die B oder ob wir im Primärszenario weiter durchziehen. Das wissen wir jetzt schlicht und ergreifend noch nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Deswegen müssen wir hier vorsichtig sein, wollen hier warten, bis der Kurs noch weiter runterkommt, werden dann wahrscheinlich noch einmal einen Einstieg tätigen und den mal zumindest halten bis in den Bereich zwischen der 301 Dollar und der 335. Und von dort aus analysieren wir dann neu und schauen, alles klar, tendieren wir weiterhin zu weiteren Anstiegen, wäre wunderbar, oder wir lösen uns von unserer Position, machen wir dann wahrscheinlich, indem wir strategisch den Stop weiter nachziehen, sodass wir, wenn wir hier unten rauskippen sollten und dann unter die 2,94, wir dann automatisch mit dem von hier angelaufenen Gewinn ausgestoppt werden. So, wir kommen ins Grand Finale. Sie haben lange durchgehalten. Zum einen Walmart. Walmart war hier jetzt auch drin, ist nach unten ausgelaufen. Walmart ist für mich jetzt gerade hopp oder top, sage ich ganz ehrlich. Wer bei Walmart gerade drin ist, ich würde auch zumindest mal auf dieses Hoch hier, welches wir am 13. Dezember erreicht haben, den Stop setzen, denn das ist, wir stehen jetzt quasi direkt bei der Alternative, das ist fast ein 50-50, wir tendieren zwar nach wie vor auf weitere Abverkäufe bis runter in den Bereich bei 116 bis 105 für Walmart, aber ja, ganz klar, es könnte hier bereits das gewesen sein, wir drehen weiter hoch, deswegen versuchen hier Risiko zu minimieren bei Walmart. Schauen wir uns das Ganze auch langfristig an, wir hatten hier einen Trendwendebereich gelegt, das ist der, den Sie gerade auf dem kurzfristigen Chart gesehen haben, nach wie vor ganz klar primäres Szenario der Abverkauf, sollte es sich aber so ausspielen, dass wir hier hochkommen, dann müssten wir hier nochmal mit einem deutlich größeren Umweg rechnen, das sieht jetzt natürlich so aus, wie entweder es geht brutal runter oder es geht brutal hoch, Sie legen sich auf beide Seiten fest. Nee, machen wir nicht. Wir sagen, diese Seite überwiegt für uns. Aber ganz klar, es gibt Kurse, da haben wir einfach nicht einen näheren Blick drauf. Da können wir nicht mit mehr Überzeugung sagen, okay, wir sehen das jetzt ganz sicher runtergehen. Und das ist eben Walmart hier. Walmart ist für mich ein gerade unsicherer Titel. Deswegen wäre ich da vorsichtig und ich teile es Ihnen hiermit mit. So, McDonald's Corporation, McDonald's als nächstes. Schauen wir uns das hier an. McDonald's hatten wir den Trendwendebereich hinterlegt, hatten wir ihn getroffen. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier hochgehen, aktuell abwarten. Ich meine, jetzt ist es noch deutlich zu früh, den Stop hier nachzuziehen. Wenn wir hier aber weiteres Aufwärtspotenzial sehen, dann würde ich als allererstes von hier unten den Stop auf den Entry setzen und abwarten. Jetzt noch zu den letzten zwei Werten, wo wir direkt jetzt gerade im Trendwendebereich drin stehen. Einmal ist das Merck & Company bei dem US-Firma Merck, es gibt ja auch einen deutschen Merck, stehen wir hier im Trendwendebereich drin. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier demnächst runtergehen. Ja, mehr musste ich dazu nicht sagen. Sie wissen, was das bedeutet jetzt gerade. Wir gehen hier also bei Merck von weiteren Abverkäufen aus. Und als letztes, auch sehr interessant, handelt es sich um Chevron, die Chevron Corporation, also der Ölkonzern, in den zum Beispiel Warren Buffett sehr stark investiert ist. Wir haben es ja schon bei Öl gesagt, wir gehen bei Öl von weiteren stärkeren Abverkäufen aus. Somit gehen wir auch von Chevron, hatten wir hier einen Trendwendebereich hinterlegt. Wir stehen gerade drin, beziehungsweise Sie sehen es hier schon. Gestern zum Close ist der Markt schon leicht rausgetippt. Er hat also einen kleinen Gap Down gegeben. Wir werden wahrscheinlich heute einen stärkeren Gap sehen oder eine Continuation. Wir gehen also davon aus, dass der Markt hier weiter runterkommt. Wenn wir hier mal unter die 165,99 gefallen sind, würde ich auf jeden Fall auch hier den Stop für Leute, die Short sind, auf den Entry setzen, alles Risiko rausnehmen und dann die Position einfach laufen lassen. So, das war eine Riesenanzahl an Werten, die ich durchgegangen bin. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, lassen Sie gerne mal ein Feedback da. Ist das gut? Ist es zu lang? War es zu genau oder zu wenig genau erklärt? Was könnte ich besser erklären? Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Lassen Sie einen Like da. Machen Sie es gut. Danke.